Hey Mora, Tipps und Tricks für Gothic anschauen. Jetzt. Hallo liebe Freunde und Fans von Gothic 2, die Nacht des Raben und deren Modifikation. Heute wollen wir besprechen, und zwar die Größe des Menüs. Ihr seht, das ist die Standardgröße des Menüs. Das ist nicht nur das Haupt, betrifft nicht nur das Hauptmenü, sondern auch das Logmenü, also den Logbucheintrag, das Tagebuchmenü und auch das Charakterprofil. Also wenn ich jetzt nochmal umswitche, ich gehe nochmal auf das Logbuch, da seht ihr, keine Änderung. Das sind nämlich gleiche Werte. Gerade bei Modifikationen wie zum Beispiel Odyssey im Auftrag des Königs bedarf es eines größeren Menürahmens. Diese wird in einer speziellen System Pack INI definiert. Und auch hier betrifft es nicht nur das Hauptmenü, sondern auch das Logbuch und das Charakterprofil. Und jetzt seht ihr, warum das vergrößert dargestellt ist. Weil es nämlich sehr viele Talente zu erlernen gibt. Es ist eine ganze Menge. Das sind hier 43 Punkte ungefähr, also 43 Talente, die man erlernen kann. Und falls es euch zu eng ist zwischen den Zeilen, lässt sich das vergrößern bzw. lässt sich das lesbarer darstellen. Und da gehen wir dann auf die System Pack INI drauf zu. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt mal ganz schnell. Dazu machen wir im Explorer mit einem Notepad oder mit diesem Notepad++ Editor die System Pack INI auf. Wie ihr die findet, seht ihr in meinen vorigen Tipps und Tricks für Gothic Anleitungen. Dann gehen wir runter auf die Zeile 32, die sehen wir hier und da steht zum Beispiel Scale Menü 640 für X und Scale Menü Y auf 480. Das ist die Standardeinstellung, die Gothic 2 die Nacht des Raben hat. Die Modifikation Gothic, Odyssey im Auftrag des Königs, hat in der System INI, in der speziellen System INI, in Zeile 32 ganz andere Werte, nämlich für X 960 und für Y 780. Die stand, glaube ich, vorher auf 720 oder nur 700, das müsst ihr mal nachgucken, aber ich habe sie noch zur besseren Lesbarkeit auf 780 gestellt. Gut, dann gebt ihr diesen Wert ein. Geht dann nochmal einfach hin. Und dann drückt ihr auf Speichern. Dann habt ihr auch dieses gleiche Menü, wie ich es habe. Und das ist dann lesbarer. Dass das auch Effekt hat für die normale Version von Gothic, also Gothic 2, die Nacht des Raben, übernehme ich einfach mal die Werte von der Modifikation Odyssey im Auftrag des Königs. Schreibe hier 960 rein. Und auch 780, speichere das Ganze ab und starte dann ein neues Spiel. Ja, ich habe jetzt die Nacht des Raben geöffnet und wie ihr seht, habe ich auch den Menürahmen hier größer dargestellt bekommen. Das ist natürlich auch für den Logbucheintrag so und auch für das Charakterprofil. Was es allerdings mit dem Wert 0 hat in der Zeile 31, Force Menü Scale ist gleich 0. Das heißt so viel wie, erzwinge die Skalierung nicht oder doch, weiß ich nicht. Jedenfalls für das Hauptmenü 960, 780 werden die Größen übernommen, die hier stehen. Ob es nur auf 0 steht oder auf 1 steht, das ist egal. Ich habe die Werte wieder rückgängig gemacht und das Ganze abgespeichert. Jetzt werden wir nochmal Gothic laden. Ja, und so sieht das aus. In der normalen Ausgangsgröße. So, noch eine kurze Überprüfung. Ja, hier ist es wieder alles normal. Logbucheintrag. Und Charakterprofil. So wie es in der Urversion Gothic 2 die Nacht des Raben ist. Also wenn es wirklich vonnöten ist, dass ihr mehr Platz zwischen den Zeilen haben wollt, gerade bei dem Charakterprofil, so wie hier in dieser Modifikation,
dann empfehle ich euch die Vergrößerung des Menüs, so wie ich es euch gezeigt habe. Ja, ich hoffe, das war ein lehrreiches Tutorial für euch. Gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare und abonniert mich. Ich sage Tschüss.